So, hallo. Machen weiter. Bei den Secrets im Puppenhaus. Ich weiß jetzt, wo sie alle sind. Wir haben es im letzten Versuch nicht selber gefunden. Dafür haben wir richtig nice rumgebackt. Wow. Das ist sensationell gewesen. Okay, so. Ja. Ich zeige euch jetzt schnell alles, wo es war. Die Feuerlöscher müssen wir gucken, ob ich den, der ich denke, der mir fehlt, ob der ist. Aber an sich haben wir jetzt alles. Die Figur weiß ich und die beiden Blueprints-Tunes fehlen, weiß ich. Es fehlen tatsächlich zwei Blueprints. Das ist unglaublich. Reicht es, reicht es, reicht es? Den müssten wir haben. Nee, größer. There we go. Nummer 1. War das hier? Nee, das war das andere. Gibt nämlich eine Figur, die ist auf dem Ding drauf. Das ist... Ja. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. So, hier geht's ganz fix jetzt, wissen wir ja, wie es geht. Ich hab ja vorhin nur rumgefailt, weil ich richtig doof war. Case, you may be receiving this message in error. So, sollte rein. Ach, komm! Jetzt reicht's, jawohl. Flop. Und Flop. Ja, das war mein großer Fail vorhin, wo ich nicht mehr wusste. Na? Und auch hier, huch. Glaube ich, ein Feueralarm gewesen. Ja, ein Alarm, aber kein Dings. Und hier ist... Ist es das? Ich glaube, das ist es. Hier ist auf dem, wenn man von diesem Bluepoint aus rüber guckt, ist hier eine Figur drauf. Seht ihr sie? Jetzt sehe ich sie auch. Seht ihr die Figur? Nie hätte ich das gesehen, wenn ich es nicht gewusst hätte jetzt. Ja, und man muss tatsächlich zurücklaufen. Man muss hier tatsächlich zurücklaufen. Huch. Da wollte ich jetzt eigentlich... Hello, my name hier oben drauf. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage. Aber man sollte halt nicht klein hier reingehen, das war sehr ungünstig. The cold shell of human nature or the eventual loss of everything you've ever held dear. Ah, ich krieg ihn so nicht ausgelöst. Whatever you do, don't focus on that. Oh, da ist der Blueprint. Aber wir müssen sowieso noch mal komplett alles durchspielen, weil ganz am Ende ist noch ein Blueprint, der uns fehlt. Oh yes, ich komm gleich rein. Ja, ja. Lass mich da. Nein. Reicht es? Oh, es reicht nicht mehr. Oh, ich hasse es. Oh nö, es war so gut. Es war so ein guter Anfang. Das wäre auch wieder ein Raum, der mir im Speedrun alles verhageln würde. Und ich habe übrigens den anderen Raum immer völlig falsch gespielt. Völlig falsch. Ich zeige euch, wie der viel einfacher geht. Ich habe den vollkommen falsch gespielt.
Ich habe den vollkommen falsch gespielt. Das ist unglaublich. Der geht so viel ein. Wirklich jetzt? Kommt er nicht durch? Oh, come on! Also diesen Raum. Aber, ich habe eine gute Idee. So komme ich jetzt auf jeden Fall rein. Ja, okay. Machen wir es halt nochmal. So. Den dachte ich sogar, der könnte auch fehlen. Dann gucken wir mal ganz kurz nach, ob wir jetzt die Feuerlöscher haben. Yes, perfekt. Damit fehlt nur noch der Blueprint. Und ich weiß, wo der ist. Sehr schön. Dann sind wir gleich in Level 7. Puh. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie das hier eigentlich gedacht war. Es ist schon ein bisschen lustig, wie wir das gelöst haben die ganze Zeit, aber was soll's. So, wir machen den enorm groß. Den machen wir so groß, dass wir gerade durchgehen können, damit wir diese Größe hier annehmen. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction and we should be able to initiate the emergency exit protocol. Ja, das könnte hauen. Nein, das haut nicht hin. Jetzt. Na, so. Und jetzt stellen wir den hier einfach hier oben rein. Und schon sind wir oben. So einfach kann es sein. Jetzt habe ich gefailt. Der muss deutlich größer werden. Ach du Scheiße. Oh, das sieht man so langsam fallen, wenn die so groß... Oh, nee. Komme ich jetzt aber nicht rein, ne? Scheiße. Gott, das ist so anstrengend. Dann machen wir es halt schrittweise. Komme ich jetzt vielleicht schon hin? Muss ja nicht riesig sein dafür. Ah, scheiße, ich komm nicht hin. Komm, jetzt nehmen wir dich erstmal mit. So. Das ist die Größe, die ich annehmen möchte. Er hängt fest. Jetzt. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Komme ich jetzt vielleicht dahin, wo ich hin möchte?
gehört das nicht zu einem Speedrun? Ich will da hoch. Mann! Ja? Ja? Da drüben ist ein Blueprint. Ich hab ihn nicht erwischt, ne? Ich dachte schon. Ich hab ihn nicht erwischt! Das gibt's doch nicht. Aber dann machen wir das noch ein bisschen größer hier. So. Jetzt hier auch wieder. Nein, noch größer. Was ist denn, wieso macht denn der immer so einen Schwung? Alter. Alter. Idee. Ja, genau da will ich hin und nicht du. Ich hab den schon ausgelöst, oder? Deswegen zeigt es, das hat nur kein Geräusch gemacht. Ich hab den schon ausgelöst. Lost. Da guck mal zur Sicherheit lieber kurz nach. Ach. Herrlich. Level 7. Einmal wieder selber probieren. Das war jetzt Labyrinth, ne? Da haben wir noch nicht alles. Von nichts. Wir haben praktisch gar nichts. Wir müssen einen Raum finden. Wir müssen Figuren finden. Mindestens eine. Wir müssen Feuerlöscher finden. Wir müssen Feuermelder finden. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, einfach 8. Alles. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Soweit bisher nichts, meiner Meinung nach. Hier ist auch nichts, was ich mitnehmen könnte. Also ich darf ja noch gar nicht mit meinen Sachen hantieren, so. Okay. Und da ist gerade irgendwas kaputt. Bin zurückgelaufen. Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab nicht gemerkt, dass ich zurücklaufe.
Ja, das sieht jetzt neu aus. Ich wollte sagen, hä, wieso kann ich den nicht auslösen? Was ist los? Ja, weil ich zurückgelaufen bin. Error analysis complete. Ja, Mensch. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Warte, hier ist einfach nix. Aber hier ist auch genau nix. Den haben wir gedrückt. Den haben wir gedrückt. Ha. Das ist auch nix. Das ist auch nix. Den kann ich nicht nehmen. Ich kann mir hier was rauspfeffern. Ich kann mir den Würfel nicht nehmen? Ich kann mir den Würfel nicht nehmen. Stabil. So, Problem ist jetzt, ich könnte mit der Dose zurückgehen. Aber leider ist ja alles noch offen. Könnte ich mit der Dose irgendwo hinkommen, wo noch nie ein Mensch gewesen ist? Nee, ich will es auch nicht. Aber wehe, das ist ein Secret, was ich jetzt verpasse. Ah. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Aha. Impossible. Reformulating. Wieder hoch. Da will ich jetzt aber wirklich hoch. Oben. Hier irgendwas? Nö. Aha. Erwischt. Da ist auch nix. Auf dem Kasten könnte natürlich was drauf sein, aber komme ich zu dem Kasten hoch? Nur mit einer Dose wird es halt schwierig. Ey. Lass mal das. Da ist nix. Mal gähnendes Nichts. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency Aha. destroyed. Haben wir schon wieder was gefunden? Jeder Feueralarm ist ein Sieg. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Bye. Okay. Das war der erste Abschnitt. Die Dose habe ich mitgenommen, interessanterweise. Vielleicht nützt es mir ja hier irgendwo. Weil ich da jetzt eh gleich bei dem Automaten ankomme, wo ich die Dose bekomme.
Also nützt es mir eigentlich effektiv rein gar nichts. Wie ich jetzt halt jedes Mal Schränke nachgucken muss, weil der Raum da sein könnte, wobei es echt komisch wäre, den da wieder hin zu platzieren. Oh, ist das jetzt der Müll? Ah. Jetzt ist die Dose weg. Jetzt ist auch alles verkehrt rum. Hier, das ging fix. Und hier ist halt schon wieder so viel dunkel, dass hier natürlich überall der Weg sein könnte. Sternen. Will mir nicht gefallen. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Also hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Da drin ist nix. Und da drin ist auch nix. Okay. Keine Figur, kein Sternweg. Auch nichts zum Verändern. Nee, hier ist einfach ein stabiles Nicht. Hier irgendwas zum Mitnehmen. Oh, den habe ich sogar. Oha, interessant. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich den habe. Ja, aber gut. Hier ist nichts weiter. Okay, drück mal den Wecker. Komm ich da hoch vielleicht? Nee, komm ich. Nee, okay. Drücken wir den Wecker. Dann war in dem Zwischending auch nichts. Aber wenn uns hier was fehlt, wird es anstrengend, weil wir den Anfang immer wieder machen müssen. Ah, da habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Da wollen wir mal hoffen, dass uns hier nichts fehlt irgendwann. Ach, jetzt geht das wieder los. Da war ja was. Damit irgendwo irgendwas zu tun, bevor wir weitergehen. Nein, kann ich nicht. Okay. Ah, zu klein. Komm schon! You can do it! You can't do it. Dein Ernst? Come on! Lass mich da eins. Oh Gott, lass mich doch einfach da durchlaufen. Wow. Ich
habe das mit dem Durchlaufen eigentlich ein bisschen anders gemeint, ne? Alter. Wir sind durch. Weil wir kämen nicht mal zurück. Nice. Hier hinter irgendwas Spannendes? Nein. Okay. Ich meine, das ist jetzt sowieso das verrückte Level, ne? Wird spannend, ob wir hier alles haben. Also ob wir jetzt alles finden, wenn wir hier durch sind, so rum. Und vor allem teilweise sehr, sehr unangenehm. Och Mann, alle Versuche, was zu finden, enden darin, dass es leider erfolglos war. Oh, kommt jetzt der Quatsch mit dem links-rechts gelaufen? Oh nein. Da kann hundertprozentig was versteckt sein. Oh nein. Oh nein. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnisculpt Standard Orientation Protocol. Aha. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Der gleiche Raum wiederholt sich auch, ne? Das merke ich jetzt erst. Jetzt wiederholt sich's nicht mehr. Aha. Jo, stopp! Ich hoffe, ich habe nichts verpasst da jetzt auf dem Fall. Komplett vergessen, dass man hier fällt. Hier der Spaß beginnt. Den habe ich sogar. Ich komme hier zum Stern, ne? Das ist nicht der Stern. Aber ich kann ja auch nichts tun. Es ist einfach da. Kann nichts tun. Kann mal länger hingucken. Zeigt immer ein anderes Bild, aber das nützt mir nichts. Okay. Vielleicht zeigt er irgendwelche Verstecke oder so. Tschüss. Gut, dann haben wir den Raum. Den habe ich. Und
die spannende Frage ist jetzt, ich kann hier rein und da geht's weiter. Komme ich da hoch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da hochkomme. Ich kann die Dose nicht mehr nehmen. Das ist ja blöd. Muss ich das Ding nur... groß genug bekommen, sodass es da drüben anlehnt. Ja. Das andere anlehnt. Aber das muss gehen, man muss da reinkommen. Das wäre sonst ganz merkwürdig, wenn das nicht geht. Ich meine, schaut euch das an. Wenn ich die Dose noch hätte, wäre es cool. Die würde mir schon einiges dabei helfen. Ich komme da nicht mehr ran. Nee, keine Chance. Oh, das sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Safe kommt man da rein. Safe kommt man da rein. Das wird nicht steil genug sein. Reicht es? Komm nicht hoch. Komm nicht hoch und es ist nicht hoch genug. Ja, jetzt gibt es die andere Seite. Größe ist cool. Größe war cool, aber hat leider nicht so kippen lassen, wie ich das wollte. Ich fress kein Wesen, aber es würde mich sehr wundern, wenn man da nicht hoch soll. Das sieht doch jetzt mal gut aus. Ach, komm schon! Komm, du kannst das, du kommst auch. Komm, du kannst das. Okay, du kannst das nicht. Bisschen weniger steil. Bisschen weniger steil, nur dann geht's ja schon. Die Größe ist voll okay. Nee, jetzt ist es wieder kleiner. Jetzt ist es wieder zu steil. Ha! Immer noch zu steil. Ich. Jetzt ist es deutlich weniger steil, aber ich glaube immer noch zu steil. Ja. Jetzt ist es noch flacher, aber jetzt glaube ich, komme ich nicht mehr hoch. Wieder in die falsche Richtung. Oh, die Größe ist jetzt auch nice. Okay, ich könnte von der Lampe aus weitermachen. Vielleicht habe ich da eine bessere Ausgangslage. Holy moly! Albern hier. Das gibt's doch nicht. Nein, jetzt gibt's wieder zu weit. Ja, das sieht gut aus. Nicht gut aus. Ach, komm schon. Scheiße.
Nee, jetzt ist wieder ganz winzig. Das Ding geschafft. Oh, es ist so frustrierend. Okay. Was ist, wenn man hier die Lampen hoch muss und da oben die Figur ist? Wäre das möglich? Also. Scheiße, ich komme nicht mehr ran. Doch, doch, oh Gott sei Dank. Einfach nicht. Es ist, muss doch. Ah! Ich glaube, so komme ich an eine höhere Lampe. Ah, scheiße, nee, komme ich überhaupt nicht. Auch interessant. Okay, gehen wir auf das Ding drauf. Wenn ich wüsste, ob da oben... Ich meine, kann das sein, dass die da oben eine Figur... Wäre schon... richtig krass. Ich will in den Raum da oben rein. Ich weiß halt nicht, ob das geht. Kann es sein, dass ich zu groß bin, so quer durch eine Tür zu gehen? Bleibt jetzt nicht senkrecht stehen. Ah ja. Okay, aber den lasse ich jetzt so. Wenn es geht, dann von hier aus. Ah ja, das gibt's doch nicht. Oh, we did it. Oh mein Gott, was eine Aktion. Hier ist halt wirklich einfach ein scheiß Feuerlöscher. That's all. Hier ist ein scheiß Feuerlöscher. Ich hoffe, da oben ist nichts. Also wenn da oben eine Figur ist... Dann weiß ich auch nicht. Den haben wir. Da ist nichts weiter. Hier ist nichts weiter. Den haben wir. Hier kommt jetzt so ein Ding. Alter.
hier ist nix. Ist auch nix. Ist auch nix. Okay. Kann ich da hoch? Will ich da hoch? Aus. Nee, sieht wirklich nicht so aus. Aber hier ist schon wieder so viel Dunkelheit. Aber kein Weg, der darüber führt. Okay. Ist auch an der Wand nichts weiter. Okay. Jemand, da muss ich weiter rein. Ja, da muss ich wohl rein. Aber warum ist dann hier so viel nichts? Hier wirklich so viel nicht? Hier ist wirklich so viel nicht. Na gut. Hier ist auch viel nicht. Oh, wobei, von hier kann ich da drüben hoch, ne? Habe ich gedacht. Den kann ich nicht. Okay. Dann hoffen wir mal, dass hier nichts ist. Wüsste nicht was. Wüsste nicht wie. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Gib mir den Scheiß, Bill. Oh wait, falle ich da nicht runter, wenn ich das hier versuche? Stimmt, da war doch was. Ich bin da hinten runtergefallen, als ich das versucht habe. Und dann habe ich hier mich in den Baum gucken können. Ich erinnere mich. Aber hier ist halt auch einfach nix. Das ist also überhaupt nicht schlimm, wenn man da hinten runterfällt. Ah ja, das war das Lustige. Dann haben wir versucht, das Ding zu bilden und dann zack! Haut's einen einfach weg. So, jetzt kann ich hier hoch. Aber wenn ich die Treppe zu groß mache, war das nicht so, dass hier alles einbricht? Großes Stopp. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial by fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Da ist eine Tür. Ist es möglich, da hochzukommen, ohne den ganzen Quatsch kaputt zu machen? Oh, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Indem man das nicht runterfallen lässt, sondern in Ruhe abstellt. Never mind. Das heißt, sobald das Ding zu schwer wird, stürzt es ein, oder wie?
Muss ich dann vielleicht beim Runterfallen einfach in die Tür schon reinbringen? Lol. With solutions that could not be found otherwise. Nee, ich kann da gar nicht reindenken. Was genau? Fällt wirklich alles runter oder bleibt irgendwas hier? Nun. Ist die noch irgendwo? Oder hat sie sich einfach ins Nirvana verabschiedet? Die hat sich einfach verabschiedet, ne? Das war's komplett. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Hier irgendeine Möglichkeit, was mitzunehmen? Mentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Tür da einfach nichts ist. Das ist das Ding. Dieser Würfel entsteht einfach nicht. Aber es ist schon wieder krass, wie man da hin und her hüpfen kann in der Zeit lang. So, aber ich wollte ja eigentlich testen, was passiert mit dem ganzen Zeug hier. Nein! Wo bricht es zusammen? Wo fängt es an? Wo fängt dieser Zusammenbruch an? Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Wo fängt das an, wenn ich den jetzt hier abstelle? Nicht so, dass er fällt, sondern einfach nur abstellen. So, ne? Ach so, komme ich noch nicht hoch. Nein, die stand doch, oder? Guck mal, das ist... Wie ist das aufgebaut? Das sind diese Streben. Ich habe halt Angst, wenn ich runterfalle, dass es dann neu speichert. Deswegen muss ich immer sofort stoppen. Okay, jetzt sehen wir das perfekt. Da sind genau diese Streben. Aber wieso brechen die auch mit runter dann? Ich habe das Gefühl, man kann da hoch. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found. Hier sehe ich nichts, ne? Das ist einfach nur. Das ist einfach nur irgendwas. Das nützt mir nichts, okay.
Also mein Gedanke wäre halt, die so groß zu machen. Dass die vielleicht... Das fällt alles nach der Zeit runter. Vielleicht ist aber auch die... Es ist ziemlich wahrscheinlich eher so, dass diese Tür ja dafür da ist, dass man anfängt mit der Treppe überhaupt zu hantieren. Oh, mit den Dingern kann ich auch? Okay. Dinger kann ich auch bewegen. Naja, hier geht's dann weiter, das ist klar. Wait, ich kann den... kann ich jetzt mit allem interagieren, was runtergefallen ist. Stuhl, die Bretter, die Treppe selbst. Ich sehe es halt nur leider alles nicht. Wo hänge ich denn? Ja, der Hitbox vom Stuhl. Tisch. Aber komme ich jetzt wieder da hoch? Kann ich mich mit irgendwelchen Mitteln... Ich meine, ich sehe halt effektiv nichts. So hier sich hochbauen wird eine Katastrophe, wenn das gehen sollte. Wo ist eigentlich meine Treppe hin? Hier oben drauf sehe ich jetzt ein bisschen mehr. Da wieder hoch ist doch krank. Habe ich meine Treppe wieder gefunden? Ich habe meine Treppe wieder gefunden. Ich hasse das, wenn das passiert. Okay, Treppe ist groß. Da kommt ein Stuhl mit. Große Treppe ist da. Haben wir noch großen Stuhl? Oder großen Tisch? Irgendwas, womit ich da hochkomme. Herrschaftszeiten.
Großer Tisch ist da. Okay. Ich stand doch gerade auf der Treppe. Holy shit. Jetzt. So. Menü? Ich glaube nicht, dass man hier hoch kann. Ich habe ja nichts. Ich habe ja keinen Zwischenhalt. Ich habe ja keinen Zwischenhalt. Wisst ihr? Wo ist es hin? Ich kann jetzt ja nicht hier drauf. Hält ja nicht. Ich kann es ja nicht hier drauf. Na, das spricht alles ein. Ach nee, komm. Denk mich. Jetzt geht nämlich der Quatsch los. Und ich wette, hier ist irgendeiner der Wege. Dann woanders hin. Oh, nicht. Na, das war natürlich falsch, weil man muss ja hier lang gehen. Oh, was passiert, wenn man es hier zurückschafft? Geht nicht, ne? Bin ich jetzt so? Irgendwann muss man hier zurücklaufen. Darf ich überhaupt woanders hingucken, damit es ausgelöst wird, wohin ich laufen muss? Gucken darf ich scheinbar. Nicht hinlaufen, oder wie? Scheinbar darf ich gucken. Okay. Good to know. Immer bei 5. War 5 nicht das letzte? War jetzt nichts Verstecktes mehr. Zumindest nichts, was ich gefunden hätte. Ja, das ist ja toll. Jetzt mal durch. Wenn ich jetzt zurückgehe, passiert auch nichts. Ja, gut. Ich würde mir vorstellen, dass irgendeine Säule hier zu so einem Ding führt. Jetzt wird es ja einfach heller, die ganze. Okay. Wodurch wurde es denn jetzt hier so viel heller auf einmal? Wie soll ich denn da hochkommen mit einem Würfel? Denken, dass die Tür zugeht. Ich weiß es nicht. Kann ich da hoch?
ich denn hier noch an Werkzeug? Hier nur diesen einen Würfel? Weniger stabil. Ach du Scheiß, jetzt habe ich wieder ein Problem. Komme ich an den ran? Ja, ich komme an den ran. Aber wo ist der andere hin? Also hier in dem Raum ist hundertprozentig irgendwas. Es kann gar nicht sein, dass hier nichts ist. Aber keine Ahnung. Oh Gott. Da oben ist der Blueprint. Oh, das ist so ein Ding und es ist keine Blueprint. Das sieht aus wie eine. Aber der zweite Würfel ist weg, statt nochmal neu. Sorry. Gut, hier war von Anfang an nur immer ein Würfel und der ist weggepackt und da oben wieder aufgetaucht. Kann ja auch nicht sein. Hä? Wieso war denn da oben von der Würfel? Dann habe ich halt wirklich keine Option, hier hochzukommen. Außer ich krieg hier noch. Oh, ich krieg eine Dose. Okay, aber das ist das Einzige, was ich noch dazu bekomme: eine Dose. Okay. Aber ist ja schon mal besser wie nix, eine Dose. Wie soll ich denn da hochkommen? Aber vielleicht kann ich jetzt so zumindest mal gucken, ob das wirklich ein Blue... Ich habe ihn ausgefüllt! Yes! Es war wirklich ein Blueprint. Holy moly. Oh, hier ist nichts weiter, ne? Okay. Go der Welt! Den hatten wir schon sogar. Faszinierend. Hier ist nichts, da drüben ist aber auch nichts. Kann ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Es ist nicht der Quatsch. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht der Quatsch, wo ich die Figur absetze und dann wird die so eine. Und Dings. Hätte ich den wieder zusammengesetzt eigentlich? Nein, ich setze den ab und das war's. Stabil.
Okay, ganz ehrlich. Das jetzt, ist das jetzt Zufall oder sieht das aus wie eine Schachfigur und das soll wie eine Schachfigur aussehen? Also kann ich mir die gönnen? Oder ist das wirklich Zufall? Kann es mir jedenfalls nicht nehmen. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Komme ich da wieder nicht ran? Den habe ich sogar schon. Okay. Ich glaube, da oben waren wir schon mal. Ich würde gern versuchen, so zu landen, dass ich nicht komplett durchfalle. Naja. I guess it was better than nothing. Hier ist einfach wieder so ein Ei. Wer weiß, wie viel ich davon verpasst habe, aber hey. So, hier geht's weiter. Hier nicht, aber die haben wir, ne? Ja, die haben wir. Okay. Okay. Ich glaube, das war einfach nur das zu finden, so, das man erfüllt jetzt. Ah! Auf keinen Fall, okay. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to complete. Hier geht's auch, hier kann man auch drauf bleiben. Oh boy. Oh boy. You will not be able to wake up even with the help of triggering mechanisms. Ich kann hier ja ganz woanders hin. Ist nichts. Ich will meine Belohnung, dass ich hier hingekommen bin. Auch nichts. Es war komplett optional, hier zu landen. Ich glaube, das Ei kriege ich wieder. Jetzt kann ich nämlich mit dem Ei Dinge tun. Im Würfel nicht gehen. Bleib genau da. Weil der Würfel, wenn ich den aufhebe, setzt mich ja auch ganz woanders hin. Versteht ihr? Das alles? Ist hier wirklich nicht?
meine, ich glaube das, wenn du mir das sagst, Spiel, dass hier nichts ist, dann ist das so. Glaubt ihr das so, ist nicht? Ich meine, das Ei ist ja... Allein das Ei ist ja schon wieder Secret, ne? Und, ja, ich glaube fast... Ja, das scheint so wirklich zu sein. Ist die Banane drüben? Ich muss gucken, ob die Banane da ist. Das wäre zu wild. Keine Banane. Okay. Ah, ich. Was passiert, wenn ich jetzt von hier aus den Würfel auslöse? Jetzt, ich bin einfach hier. Okay. Drauf vielleicht mal wieder eine Figur, so ganz frech. Okay, ich kann da hoch, ohne den Würfel zu nehmen. Ich glaube, wenn ich den Würfel nämlich nehme, versetze ich mich wieder woanders hin. Ich glaube, so war das. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, scheint nicht so. Hier geht's ja weiter. Den Würfel auch nehmen. Wo haben wir wieder nichts gefunden bisher? Ach so, können wir den Würfel auch nehmen, ja. Gut genommen, den Würfel. Okay, den hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Den hatten wir dann, weiß ich jetzt nicht, ob wir den schon hatten, weil jetzt sind wir wieder in dem Modus. In dem Modus. Oh, ich muss hier hoch. Das irritiert mich nach wie vor. War das schon immer so zufällig? Das sieht doch... Na, das ist doch... Das ist doch kein Zufall, dass das wie eine Schachfigur aussieht. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Also wenn ich den Würfel absetze... Lande ich woanders, ja? Komme ich dann nicht da hoch? Scheinbar nicht. Na gut. Welche ist jetzt die richtige Richtung? Die offenbar nicht. Oh boy! Wait a moment. Ach so. Ach so, da wären wir wohl von hier gekommen, oder wie? Ich habe mich jetzt nur ein bisschen weiter vorne spawnen lassen, weil ich den Würfel da... Das kann sein. Ja, das kann sein, ich verstehe. Lassen wir jetzt kurz die ganzen Wände abgehen. Hat's gebracht. Dann geht's hier runter. Boah! Ich weiß das alles nicht mehr. Okay.
geht's vermutlich weiter. Da darf ich aber auch runter. Ah, den habe ich schon ausgelöst. Das war für den, okay. Mehr ist hier nicht, ja? Na gut. Glauben wir das mal. Ist hier wieder der Bereich, wo man nach hinten gucken kann. Vielleicht ist halt diesmal da irgendwas versteckt. Nee. Okay. Muss den Wecker nehmen. Ich habe gar keine andere Alternative. Okay. So. Ah, jetzt kommt der Spaß. Okay, brutal wäre es, wenn hier irgendwas versteckt wäre. Bleibt scheinbar hier in der Mitte. Das loopt. Es ist also wirklich ein eindeutiger, fester Aufbau. Oder es setzt eine nach einer Weile nur am Anfang zurück. Das wäre jetzt interessant zu wissen, wie der Spaß aufgebaut ist. Nee, so kommt das Bild nicht wieder. Also es geht nicht um eine Anzahl an Dings. Es ist wirklich... Pest. Okay, na gut, dann probieren wir mal und warten, bis wir bei einem Pfeil sind wieder. Da ist mein Pfeil. Bleibt die Tür hier? Wenn ich jetzt hier einmal komplett rumlaufe, komme ich dann wieder in diesen Raum rein. Okay. Wenn es so aufgebaut ist, ist es so aufgebaut. Boy, oh boy, oh boy. Dieses Labyrinth-Level verdient seinen Namen schon zurecht. Vor allem, wenn man Secrets suchen will. Das ist ja komplett grausam. Hier ist... Gottes Willen! Das Sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Leicht erschrocken gerade, Freund. Ja, hier ist doch nicht grundlos ein Lichtschalterschein. Hätte ich gesagt. Aber hier ist nichts. Ich laufe alles ab, aber hier ist einfach nichts. Ich werde bekloppt. Na komm. Ach so. Deswegen ist da ein Lichtschalter. Ein Lichtschein.
Oh Gott, bin ich schon wieder erschrocken jetzt gerade. Stimmt ja, die Stühle werden ja zu dem. Er verändert sich nicht, okay. Ich glaube, hier kann ich nichts tun. Wo wir jetzt ja wieder hier wären. Ja, wo man jetzt 3000 Mal in eine Richtung laufen muss, bis die Wand kommt. Hey, hallo Wand. Ich frage mich halt, ob man dann hier irgendwas wieder finden kann. Hier irgendwo zu dem Sternding geht oder keine Ahnung. Sieht auch nicht so aus. Jetzt taucht der ganze Quatsch in der Mitte auf. Ja, ja. Nehme ich auch. Da ist was oben drauf. Geh nochmal kurz zu dem Licht hier. Ist das eine Figur geworden? Nein. Aber ich meine, da ist was auf dem Ding drauf. Da hoch. Mach halt die Klappe. Ich kann da drauf. Hier genau rein gar nicht. Nice. Über die Über das Ding müsste ich. Da ist doch was drauf, wenn man da. Wieso lässt er mich denn? Ah! Immerhin haben wir noch eine Blueprint gefunden. Doch auch was wert. Figur haben wir leider halt noch überhaupt nicht. Und den Sternweg haben wir auch nicht. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob hier das Level zu Ende war. Scheiße. Next wird nochmal schlimmer. Uff. Naja, muss ich wieder den Walkthrough angucken und hoffen, dass ich alles verstehe. Und wir uns das dann beim nächsten Mal am Anfang der Folge anschauen. Eineinhalb Stunden. Danke fürs Zuschauen und tschüss.